Hallo liebe YouTube-Freunde, heute werdet ihr die Konstellationen für den Monat März 2021 mit der Prophezeiung Nostradamus erfahren. Der März dürfte der Monat der starken, tiefen Gefühle werden, denn es ist die richtige Zeit, einander zu finden und aufeinander zuzugehen. Dann werden die Erfolge noch besser werden. Also, der März müsste ein besonders guter Monat werden, denn es gibt keine negativen Hinweise, die kritisch oder negativ sein könnten. Allerdings dürfen wir nichts übertreiben. Doch nun zuerst die Prophezeiung Nostradamus für diesen Monat März in seiner 8. Zenturie, Vers 25. Gold und Silbermünzen fallen der Inflation zum Opfer. Sie werden in das Feuer und in den See geworfen. Nach der Entdeckung herrscht große Verzweiflung. Auch Marmortafeln werden überkritzelt. Diese Aussage sollte uns nachdenklich machen. Was wird kommen? Nostradamus prophezeit uns damit. Das Geld wird rasant an Wert verlieren, bis man es ganz abschafft. Unsere Banken sind jetzt schon hoch verschuldet. Der Kapitalismus wird eine neue Form erleben. Wir spüren es bereits, denn in den Geschäften wird immer mehr mit der Kreditkarte bezahlt. Bargeldzahlungen werden langsam aber sicher verschwinden. Doch es geht nicht nur ums Geld, sondern auch Gold und andere Werte werden ihren Wert verlieren. Nostradamus hatte es zu seiner Zeit schon prophezeit und geschildert, wie man in der Schweiz Gold und Silber säckeweise in die Seen wirft, weil sie wertlos sind. Interessant ist dabei Folgendes. Wenn Pluto in den Steinbock wechselt, geht ein Zeitalter zu Ende und den Menschen wird mitgeteilt, was dann ihre besondere Aufgabe sein wird. Gerade erleben wir das Ende der Neuzeit, unserer jetzigen Epoche. Und Pluto wechselte Ende 2008 in den Steinbock. Und im Jahr 2024 verlässt Pluto ihn wieder. Das wiederholt sich alle 240 Jahre. In der Zeit, wo Pluto mit Steinbock so verbunden ist, können wir immer mit solchen schwerwiegenden Ereignissen, ja auch mit Kriegen rechnen. Denn Pluto ist der Planet, der dafür zuständig ist. Wenn wir zurückblicken, dann entdecken wir, dass es immer nach solchen Umbrüchen zu Kriegen kam und der ursprüngliche Elan verloren ist. Auch zu Lebzeiten Nostradamus war es so. Und es wiederholte sich auch bei der Französischen Revolution, als die Neuzeit mit enormem Schwung, mit fantastischen Veränderungen und tausend Erfindungen begann. So wird es auch diesmal geschehen und leider wieder mit Krieg. Wir sollten erkennen, was wichtig ist. Und das ist, dass wir nicht Geld und Reichtum gierig nachlaufen, sondern dass die Gesundheit wichtig ist. Auch das Allerwichtigste ist, ja, das ist das Allerwichtigste. Dass die Liebe wieder in unser Herz Einzug nimmt. Lasst uns damit beginnen. Denn auch Nostradamus sagte, wir können neu zusammenfinden. Mit diesem Satz und mit dieser Bitte möchte ich heute abschließen. Bitte denkt einmal darüber nach. Mit herzlichen, lichtvollen Grüßen. Eure Deria.